Ein Bekannter berichtete uns kürzlich von einem Erlebnis, was er hatte. Und zwar war er auf der Beerdigung eines Freundes gewesen. Sein Freund hatte sich immer geweigert zu glauben, Jesus anzunehmen, immer abgelehnt, und jetzt war er gestorben. Und bei dieser Beerdigung, als er da am Grab stand, auf einmal schoss ihm ein Gedanke durch den Kopf. Er wusste, ich werde diesen Freund nie wiedersehen. Niemals in Ewigkeit. Das hat ihn beschäftigt und ihm die Dramatik und die Tragweite einfach dieser endgültigen Entscheidung, nämlich dem Tod, bewusst gemacht. Wenn ein Mensch den Herrn ablehnt, sich nicht ihm zuwenden will, dann hat das ewige Konsequenzen. Und weißt du, viele, viele Menschen denken, ja, der Tod, irgendwann kommt er, aber das ist wie eine Linie in weiter, weiter Ferne. In weiter Ferne, Jahre vor mir, irgendwann einmal werde ich da hinkommen. Die Bibel sagt, tu mir kund, Herr, mein Ende und welches das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Und nun, auf was harre ich her? Meine Hoffnung, sie gilt dir. Meine Hoffnung, sie gilt dir. Das ist der Trost der Christen, egal wie das Leben verläuft. Meine Hoffnung, sie gilt dir, Herr. Ich weiß, dass nach dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass dann eigentlich erst das wahre Leben beginnt. Im Psalm heißt es, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wer nicht über den Tod nachdenkt, der ist nicht klug. Denn weißt du, diese Linie ist nicht in weiter Ferne vor dir. Eigentlich läuft die parallel neben deinem Leben entlang. Nur einen einzigen Schritt entfernt. Jeder, der im Auto unterwegs ist, weiß das. Manchmal ist zwischen Tod und Leben nur ein Hauch, nur eine Sekunde. Ich habe das selbst schon erlebt, wo es um eine Sekunde ging. Und ich und mein Sohn wären tot gewesen. Eine Sekunde, nicht mehr. Der Tod läuft direkt neben dir her. Und jeder Tag kann in der Tat dein letzter sein. Deshalb sei klug. Sei klug. Lass dich einladen, ganze Sache mit Jesus zu machen. Lass dich einladen, jetzt ihm dein Leben zu übergeben. Lass dich einladen, jetzt diesen Schritt zu tun und mit Gott wirklich ins Reine zu kommen. Ganz ohne Druck, ganz positiv gesagt. Und auf unserer Webseite haben wir da einige Clips vorbereitet. Ich empfehle dir, dir das anzuschauen, wenn das zu dir spricht. Auf jeden Fall ist es die beste Entscheidung, die du in deinem Leben tun kannst, wenn du Jesus dein Leben übergibst. Denn Gott hat mehr für dich. Auch über den Tod hinaus.